Reaktion so, als die Universität Koblenz mit dem Projekt Theater trifft Schule an Sie herangetreten ist? Das fand ich ganz toll, gerade weil wir so wenig Zusammenarbeit mit Schulen im Moment haben. Wir haben zwar Schulstücke wie der Richter und sein Henker, Kabale und Liebe mit auf dem Programm, aber gerade nicht für eine 8. Klasse. Mit dieser Schulklasse heute, die hier ist, können wir sehr zufrieden sein. Sie ist sehr offen und man kann sie wirklich an Theater heranführen. Und darum geht es ja. Wir müssen ja auch den Zuschauer von morgen irgendwie ans Theater bringen. Und wie sind Sie soweit zufrieden jetzt, wo so die erste Einführung mit den Kindern schon gelaufen ist? Die Kinder sind super begabt und sehr offen. Und das ist sehr selten, dass auch wirklich auch keine Angst da ist, sich auch ein bisschen lächerlich zu machen. Und alle haben viel Freude und sind motiviert. Und das ist eine ganze Menge in der heutigen Zeit. Was erhoffen Sie sich so insgesamt von dem Projekt? Also auch für Ihr Theater und... Ich hoffe, dass die Kinder auch mitnehmen, dass Theater nicht nur etwas Schablonenhaftes ist und dass man so tut, als wäre man jemand, sondern auch offen wird für die Probleme von anderen, weil man sie selber an sich heranlässt. Und das ist für das Theater sowieso das Beste. Dass wir einfach mit offenen Augen durch das Feld gehen. Überlegen Sie auch zukünftig öfter mit Klassen zusammenzuarbeiten? Das ist eine ganz tolle Sache. Gerade da ich auch selber Schauspielunterricht gebe und Sprechtraining, wäre das natürlich wunderbar, wenn wir das hier auch an diesem Theater ein bisschen etablieren könnten. Und immer wieder Besuch bekommen, auch in öffentlichen Proben. Das wäre sehr, sehr schön. Ist es jetzt die erste Schulklasse oder? Es ist die erste Schulklasse, die tatsächlich einen Projekttag hier verlebt. Wir haben natürlich Schulklassen in den Stücken drin, in Kabale und Liebe. Dorian Gray war damals auch immer gut besucht von Schulklassen. Und hinterher gibt es immer ein Nachbereitungsgespräch. Das wird angeboten und auch gerne angenommen. Nur wirklich am Projekttag, das hatten wir noch nie. Das ist was Tolles und was Neues für uns. Gut, dann frage ich Sie am Ende des Tages nochmal, ob Sie es nochmal machen können. Ja. Gut. Heute werden wir noch etwas Theatersport weiterhin machen, in Körperimprovisation, wobei wir zusammen auch ins Ensemble-Training gehen. Das heißt, Sprache trifft auf Körper und wird wirklich dargestellt und empfunden. Und auch dann heute Abend gibt es ein Stück? Heute Abend gibt es dann noch eine Vorführung, eine Art Performance, wo wirklich das Erlernte präsentiert wird.